Jeder von uns hat schon mal eine Feier oder einen Geburtstag geplant. Wer dabei mehr als eine Handvoll Gäste hatte, weiß, wie viel Zeit, Organisations- und Nervenaufwand das ist. Bei größeren Veranstaltungen ist es also durchaus hilfreich, wenn einem Profis zur Seite stehen, die sowohl den Überblick als auch die Nerven behalten. Markus Unch berichtet von einer ganz besonderen Eröffnungsfeier. In die Luft gehen die beiden nicht so schnell. Simone Weismann und Rosangela Cordaro haben schon viele Feiern, Feste und Geburtstage organisiert. Was dabei alles schiefgehen kann, wissen sie auch. Und gerade deswegen wollen sie mit ihrer Erfahrung und ihrer neu gegründeten Eventagentur anderen helfen, ihre Feste zu organisieren. Zur Eröffnung gab es für die Gäste schon einmal eine Kostprobe verschiedener Gestaltungsmöglichkeiten. Ich habe gedacht, was sollen wir machen in unserem Eröffnungsfest? Jeder erwartet, das kommt mit einem Sekt und das weiß. Nein. Genau das nicht. Wir wollen kreativ sein, wir wollen genau so ein bisschen von unserer Kreation. Ein bisschen von Brasilien, ein bisschen von Bar Mitzwa. In der Treppe haben Sie gesehen, es gibt so ein bisschen Hochzeit. Vorne einfach ein Zirkus für die Kinder. Das ist einfach, was wir machen. Wer könnte über gelungene Events mehr wissen als Prominente, die sich vor Einladungen zu hippen Partys meist kaum mehr retten können? Wir haben uns bei Ihnen nach dem Rezept für die perfekte Veranstaltung umgehört. Auf jeden Fall gehört dazu die richtige Dekoration, dass es schon mal ansprechend ist, das ist ganz wichtig. Dann gehört natürlich auch die entsprechende Musik dazu, auch ganz wichtig. Und ja, ein bisschen Alkohol, glaube ich, gehört immer dazu. Das Wichtigste, glaube ich, ist auch, dass die Gäste sich wohlfühlen. Wenn die Musik stimmt und wenn eine tolle Band spielt, wie heute zum Beispiel, oder diese Opernsänger, ganz toll. Ist einfach, ich finde, das hier ist sehr familiär, habe ich das Gefühl. Ein perfekter Event ist eigentlich, wenn die Leute später gehen, als geplant ist und der ewig in Erinnerung bleibt. Vom Kindergeburtstag bis zur Hochzeit. Die Gelegenheiten, eine besondere Feier organisieren zu müssen, sind nahezu unbegrenzt. Das Gespür für die passende Dekoration und die richtige Mischung der Gäste. Oft kann da ein Tipp vom Profi helfen. Ich habe also meine ganzen Events für meine Kinder, für meinen Mann, habe ich so immer große Feste gemacht mit 300, 400 Leuten. Und das habe ich immer alles selber organisiert. Und jetzt Rosangela Cordaro, meine Partnerin, kam aus São Paulo. Sie hat auch viel Erfahrung in der Branche. São Paulo ist doch der größte, also, so wie New York in Brasilien. Da gibt es auch viele große Events. Und da hatte die Rosangela auch viel Erfahrung. Deswegen haben wir einfach zusammen. Sollte es am Ende ihrer Feier auch Standing Ovations der Gäste geben, dann haben sie alles richtig gemacht. Das war's.